Okay. Aber sie kriegen einen neuen Eintrag. Oh nein, warte. Hoch, hoch, hoch. Hä? Martha gibt mir keine Schüssel von ihrem Eintopf. Ich denke, sie vertraut mir noch nicht genug. Vielleicht, wenn ich, ja, bewiesen habe. Klar, okay, also einfach, wenn unser Ruf generell besser wird, ne? Okay. Dann werden wir sowieso jetzt erstmal rübergehen müssen zu dem Ältesten. Und wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Bruder und haken da mal nach. Dann muss er jetzt die Bandagen schon haben, wenn es irgendwie hieß, da mal nachzugucken, wie seine Bandagen so sind. Wie geht's dir, mein Bruder? Okay. Dann gehe ich jetzt einfach schlafen. Weil erstens will ich mich ohnehin komplett heilen einmal. Und dann müssten ja Stunden vorbei sein. Also vielleicht ist es ernsthaft so, dass noch nicht genug Stunden vorbei sind, dass der deshalb das wirklich noch nicht fertig hat. Aber keine Ahnung. Sup, 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 sup. Gucken wir mal. Okay, das heißt, wir müssen Martha quasi für uns gewinnen. Und um das hinzukriegen, müssen wir unseren Ruf hier verbessern. Hey, du. Wo handelst du? Ich verstehe das nicht. Hab ich schon wieder irgendwas nicht mitbekommen? Aus. Keine Ahnung, vielleicht ist mir irgendwas. Ich dachte, hey, wir müssen einfach nur zu ihm gehen und ihn fragen. Also er hat gesagt, komm mal ein paar Stunden wieder. Check's nicht. Egal, wir müssen hier rüber. Das wird erstmal mit den Leuten da reden und sagen, yo. Hopsi, hopsi, hopsi. Oh mein Gott, das muss ich erstmal wiederfinden, den Kollegen. Ich will das gleich mal diebstahlen. Gerade ist echt kein Mensch hier in der Nähe. Es würde theoretisch keiner sehen. Praktisch sehen die es wahrscheinlich irgendwie trotzdem. Albin. Meine Begleiter brauchen Hilfe. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. Ja. Was können wir denn machen? Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuje, żeby włos wam... Das mir nichts passiert. Wow, danke. Ja. Porozmawiam z nimi, ale... Bitte wohl machbar sein. Ich meine, schließlich... dla was, żeby twoi towarzysze... Hängen wir den ja jetzt auch absolut auf der Tasche, ne? Also ich meine, das Gasthaus ist immer noch ein Gasthaus. Es lebt davon, dass die Leute dafür bezahlen, dass die da wohnen. Und das ist garantiert nicht das, was die Leute tun zurzeit. Die hängen da einfach rum und gammeln. Und ich rede hier auch nochmal mit Kurt und nochmal mit meinem Bruder. Ich habe keine Ahnung. Bin gerade super verwirrt. Was ist das? Wo sind die überhaupt die ganzen Leute hinten? Sind die alle hier drin? Kann das sein? Jo! Jak, czego się dowiedziałeś od Albina?
Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym... Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek. Oczywiście na Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą. A to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Wer sind die wichtigsten Leute? Najważniejsze osoby na wyspie. W tej insel? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Wo soll ich nicht hin? Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży. Wyspa jest pełna drapieżników. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Nichts toll, danke. Wiem tylko, że dzielnica biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o... Najlepiej będzie, jak zapytasz. Tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając całe Archolos. Danke für die Info. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich vielleicht mit jemandem hier prügeln muss. Weswegen und wie sieht's eigentlich inventarmäßig goldtechnisch katastrophal aus? Aber wir. Thorsten? Habe ich eigentlich mit dir schon. Nein, ich meine Thorsten. Hey. Tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzował. Wer bist du? Nazywam się Thorsten. Du bist der Schmied, ja, das weiß ich. Aber du wirst doch jetzt mit mir handeln, oder? Sorry, dass ich manchmal ein bisschen was überspringe, aber... Es dauert mir manchmal einfach zu lange und habe ich keinen Bock mehr zu lesen. Okay, du hast echt einen Haufen Waffen, aber nichts, was ich mir jemals leisten könnte. Das ist... Geschicklichkeit, Tatsache. Tatsache, Geschicklichkeit. Interessant. Das ist echt interessant. Eine Einhandwaffe, aber Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, das ist reine Stärke. Das ist ja echt interessant. 40? Nun gut, die tun das Gleiche, ne? Aber. Ich meine, das ist. Rostiger Zweihänder. Degen. Ich weiß nicht. Also. Wenn die so sind, dass man sagt, hey, du brauchst dafür eigentlich nur noch Geschick, dann ist das Spiel ja tatsächlich
gut darauf ausgelegt, dass man sagen kann, hey, pass auf, weil ich habe vergessen, was in dem Buch drin stand. In dem Buch stand ja irgendwie, Stärke ist trotz allem immer wichtig, weil das ja den Bonus quasi macht. Und Geschicklichkeit ist eigentlich zumindest beim Bogenschießen nur, wie schnell und wie viel man schießt quasi. Und für die Schwerter wäre das natürlich dann, ich weiß nicht, ich würde eher klassisch gehen, einfach Stärkepunkt. Weil vor allem eben mit dem Punkt, dass ihr letzten Endes die Stärke trotzdem immer der Bonus ist für den Zusatzschaden. Aber ja gut, die können wir uns ohnehin nichts leisten, aber ich würde mal gerne ein bisschen was verkaufen, wenigstens ein bisschen. Dass die Dinger nichts wert sind. Oh, wir haben Trank! Cool, dann brauche ich den gar nicht kaufen. Sweet, keine Ahnung, wo wir das her haben. Aber nehmen wir natürlich gerne. Dann brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Die Sachen kann ich jetzt einfach mal so in die Hand drücken. Rostiger Schlüssel, das behalte ich mal lieber. Telekinese, Eispfeil. Mein Besen. Und was zum Angeln. Das ist halt die Frage, ob ich das halt wirklich regelmäßig machen kann. Hier hast du Gold. Lederbeutel. Das ist natürlich trotzdem peinlich, ne? Einfach nicht mal genug. Um irgendwie... Wie viel ist denn das? 2. Wir haben so wenig Gold. Das ist einfach traurig. Wenn ich überlege, das 60 kostet mich das und 9 zahlst du mir. Ich weiß nicht, wie mir 15 Pfeilen. Shit, ey. Das ist echt schlecht, ne? Und so Tag für Heiltränke und so. Ich will das halt auch nicht quasi schon. Also, ich meine, ich habe nicht wirklich vor, großartig viel mit Alchemie zu schaffen zu haben, weil ich mich nicht wirklich für Alchemie interessiere. Pokaż mi, co masz na stanie. Nein. Aber trotzdem will ich die Sachen jetzt noch nicht verkaufen, weil wer weiß, man weiß es. Da ist noch ein Köcher. Krass. Munition herstellen. Wir machen erstmal weiter mit Pfeile. Erinnern Sie Pfeile? Ah, okay. Alle. Cool. Weiß nicht, ich mag persönlich, mag ich halt die, Nie chcę już o tym słuchać. Teraz każdy już o tym. Guck, da haben wir eine Trainingsarmbrust. Schön, dass ich alles, dass ich nie was mitkriege irgendwie, ne? Oh, was war das denn? So, die macht... Kannst du die tragen? Kannst du die tatsächlich tragen, ey. Shit. Mach doch gleich doppelt so viel Schaden und ist panzerbrechend. Ja, was soll ich sagen, ne? Und Stärke. Oh, interessant. Was ist dann wieder für Stärke, dass wir... Ja, stimmt, das stand da ja auch. Ja gut, dann können wir die Bolzen gleich mal umfunktionieren. Ach, wie dumm von mir. Naja, egal. Wandle Pfeile in Bolzen um. Alle Pfeile umwandeln. Danke. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Pfeile mich sonst kosten würden. Aber gut, dann machen wir das erstmal so. Dann brauche ich... Ja. Ich brauche eine Pfanne. Ich brauche eine Pfanne, bitte. Hier hat doch bestimmt irgendwer irgendwo eine Pfanne. Yo, Kollege, hast du mal eine Pfanne? Nee. Ich renne einfach so. Der hat auch einen Besen. Ich habe auch einen. Ich gebe den nicht mehr her. Kann ich euch aber sagen, ey. Hast du einen Dingsterbums da? Oh, du bettelst ja gerade so darum, beklaut zu werden, ey. Ich weiß halt nicht, inwieweit das, inwieweit die darauf reagieren. Ich meine, der eine Typ, bei dem wir das erstmal geklaut haben, hinten bei dem Schreiner, der hat ja direkt hingeguckt.
Und hier sind wir jetzt ein Raum weiter und wir haben einen Raum, also eine Wand zwischen uns. Ich glaube halt, solange das der Fall ist, kriegt er das nicht mit. Oh, warte mal. Getränk. Sie fühlen sich knackig! Geil. Ich fühle mich pełny. Satt, wunderbar. Du fühlst dich knackig. Wie cool ist denn das? Und jetzt zum Beispiel, der dreht mir den Rücken zu, ne? Also volles Rohr dreht er mir den Rücken zu. Aber das denke ich schon, das ist in seinem peripheren Blickfeld, ne? Aber trotzdem, ich würde es versuchen, weil er da so schön steht. Du Vollidiot. Gut, dann kochen wir jetzt bei der Lady drüben, wenn wir nichts anderes irgendwie... Ich weiß nicht, wir hatten, vorhin waren hier doch überall Pfannen. Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że... Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Was willst du bitte? Mach doch deinen Scheiß alleine. Nic z tego, pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużo. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Wie gesagt, prinzipiell kann man ihn eigentlich einmal, wenn man direkt mit ihm mitgeht, in die Höhle, statt mit dem Bruder, dann landet man eben, also kann man ihn halt direkt verprügeln. Kann ich irgendwas, ich habe immer noch keinen Sack Mehl und ich habe jetzt auch keine schweren Äste mehr, verdammt. Das vergesse ich halt super schnell, ne, dass ich die Äste halt auch brauche für das. Eigentlich wichtiger als alles andere. Naja, egal. Na gut. Gebratenes Fleisch. Aus dem Weg! Ich muss hier mal lang. Ich will erstmal noch ein bisschen stärker werden, bitte. Das ist alles gerade und dafür brauche ich... Ich hätte es auch mit dem Typen da handeln können. Na, ist doch egal. Mit wem ich handle, ist ja tatsächlich völlig Rolle. Thorsten. Ja. Dass die keinen Wert haben, macht mich sehr fertig. Ne? Ich könnte den Bogen verkaufen, aber ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe. Also prinzipiell klar... Why not? Nimm. Ich habe ja nicht mal mehr einen Pfeil. Czas na mnie. So, und dann müssten wir jetzt... Also wir haben ja 20... Dings das ist immer gut. Ich würde jetzt speichern. Und versuchen... ja, wenigstens 10 Punkte da rein zu investieren. Hey, ty! Bist du halt schon mal. Ich will stärker sein. Chcę być silniejszy. So. Oh, 50 Gold, Alter. Tja. Jeszcze trochę treningu. Bin auf dem richtigen Weg. Ja, schon. Immer noch 10 Lernpunkte. Aber ich glaube, ab 30 wird's wieder komplizierter hier. Aber woher? Ich meine, wir haben noch 3 Gold, das heißt, einen Punkt könnten wir noch. Aber dann wird es ja irgendwie lächerlich, ne? Also ich glaube, ich würde es aber trotzdem mal kurz versuchen, hey. Einfach weil ich... Ja. Einfach weil ich es wissen will. Okay, das sind 6. Schnitzelfleisch ist auch super, ne? So.
Czas na mnie. Wiesz, mówi się o... Ej, ty. Stein. Ich will stärker werden. So. Hier sind immer noch 5. Okay. Tak, trzymaj. Gut, dann haben wir immer noch 5 übrig, sind schon mal bei 33. Ich weiß nicht, was die 25 da soll. Also auch bei Mana irgendwie 25, also beziehungsweise Mana 10 und dann 15. Und dann bei Stärke 25, 33. Ich meine, wir haben Stärkering, aber der Stärkering, der macht nur 3 Punkte. Also ist mir nicht ganz klar. Weiß ich echt nicht, was das aussagen soll. Aber okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Schlagkraft. Das heißt, wir können es jetzt schon mal mit dem einen oder anderen anlegen. So, was geht denn mit dir, Mike? Ja. Coś ty za jeden. Du gehörst nicht zu den... Jak życie? Sorry. Du gehörst nicht zu den Leuten, welche? Ich müsste die auch erstmal finden.